Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und wie ihr schon am Titel seht, machen wir heute etwas, was sich schon super oft in den Kommentaren gewünscht wurde, nämlich einen hybriden Battle Royale. Das heißt, wir lassen alle Kreationen, Mischungen von Dr. Wu gegeneinander antreten, also Hybriden, die irgendeine Mischung aus zwei Dinosauriergenomen sind. Zum Beispiel hier der Ankylodokus, das ist eine Mischung aus dem Ankylosaurus und dem Diplodocus. Der wird auf jeden Fall auch teilnehmen. Bei so großen Pflanzenfressern ist es ja immer sehr, sehr problematisch und schwierig mit dem Kämpfen. Ich glaube, groß verteidigen und zurückschlagen, er hat zwar eine Mega-Verteidigung mit 102, kann er aber nicht. Ich glaube, dafür gibt es einfach keine Animation. Also der hat ja auch hinten diesen Keulenschwanz, aber ich glaube, damit kämpfen kann er nicht. Werden wir aber sehen, also er kommt auf jeden Fall auch mit in den Ring. Und als nächstes haben wir da den Indominus Rex, der ist, glaube ich, eine Mischung aus dem Tyrannosaurus und dem Velociraptor. Aber ich glaube, da sind auch noch andere Dinosaurier mit drin in dem Genom, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Dann haben wir hier den Indoraptor, da weiß ich... Ach, hier sehen wir es ja sogar. 100% Indominus Rex Genom, das heißt hiervon. Und dem Velociraptor Genom, das ist eine Mischung daraus, okay. Ach, das steht hier immer bei, das ist ja richtig cool. Okay, Tyrannosaurus Rex und Velociraptor, dann war ich sogar richtig, das ist gut. Hier oben war ich auch richtig, ne? Ja, Ankylosaurus Diplodocus. Und dann haben wir hier den Spinoraptor, der besteht aus dem Spinosaurus und dem Velociraptor, das ist eine Mischung davon. Und zu guter Letzt haben wir den Stegoceratops. Ist eine Mischung aus dem Stegosaurus und dem Triceratops. Hat vorne schön lange Hörner, auf dem Rücken diese Stegosaurus-Stacheln und am Schwanzende hat er dann auch so eine, ja, kann man das Keule nennen? Nicht wirklich, ne? Ja, so ein Stachelschwanz wie der Stegosaurus halt. Und diese fünf Kandidaten, das war es leider schon. Die drei hier unten sind von dem Carnivore-DLC, die habe ich auf diesem Speicherstand leider nicht freigeschaltet. Genau, diese fünf Kandidaten werden heute gegeneinander antreten. Ist ein bisschen schade, dass es nicht mehr sind, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, weil die Hybriden sind ja eigentlich immer so die Favoriten und die stärksten Dinosaurier hier im Kampf. Und ich bin sehr gespannt, wer sich von diesen hier heute durchsetzen kann. Ich würde sagen, ich brüte die jetzt aus, lass sie frei und dann geht's hier schon los.
Die fünf Kandidaten sind hier in der Arena gelandet und sind bereit, hier zu kämpfen. Warten darauf, dass ich den Startschuss gebe, weil noch sind Dinosaurierkämpfe deaktiviert. Aber bevor das soweit ist, werde ich auf jeden Fall hier nochmal einen ganz kleinen Umbau vornehmen. Ich habe nämlich Angst davor, dass der Kampf wieder so lange dauert, dass die Kandidaten verhungern, sage ich mal. Ich meine, ich habe beim letzten Mal auch Futterspender da reingemacht. Aber, bisschen schräg geworden. Aber das ist egal, wie das aussieht. Wir stellen jetzt ganz schnell hier die Futterspender rein. Und dann erfüllt das schon seinen Zweck. So, einmal alles. Und dann können wir das Ganze hier öffnen. Und dann würde ich sagen, dann geht der Kampf hier los. Ich hoffe, der Bereich da hinten, ach, das passt schon. Der wird das schon nicht beeinflussen. Ich würde sagen, ich gebe jetzt den Startschuss. Und dann beginnt hier der Kampf der Hybriden. Wir stellen das Ganze auf Maximum. Pflanzenfresser können Kämpfe beginnen, ist natürlich auch auf ein. Und dann geht's hier los. Ich bin super gespannt. Es haben sich viele gewünscht. Und das sind ja eigentlich so alles so Kampfmaschinen. Und die sollten hier wirklich einen richtig, richtig guten Kampf uns darbieten, denke ich mal. Ich bin echt gespannt, wer jetzt hier als erstes gegeneinander antritt. Und es sieht mir so aus, als wenn der Indominus Rex gegen den Spinoraptor als erstes ran will. Das könnte, glaube ich, sehr, sehr fatal werden für den Spinoraptor. Der kriegt hier schon mal einen saftigen Treffer mit 37 Schaden. Aber schlägt zurück und der macht auch gar nicht so wenig Schaden. Also das geht eigentlich 26. Schlägt nochmal zu. Damit ist der Indominus Rex jetzt noch niedriger von der Gesundheit als der Spinoraptor. Das hätte ich hier nicht gedacht, weil ich denke mal, der Favorit ist definitiv der Indominus. Der hat, glaube ich, hier die besten Werte. Ist somit der größte mit den längsten Zähnen, den längsten Klauen. Und schlägt jetzt hier auch nochmal zu. 27% nur noch beim Spinoraptor. Noch ein weiterer Treffer, dann könnte das hier schon gewesen sein für unseren Spinoraptor. Die beiden gehen jetzt auch noch nicht auseinander. Die trennen sich hier noch nicht. Ich glaube, es könnte jetzt hier gleich schon vorbei sein. Der Indominus Rex muss nur noch einen Treffer landen. Dann war es das hier. Und das tut er. Und damit ist Nadine Hoffmann mit dem Spinoraptor, glaube ich, ausgeschieden. Und im Hintergrund sehen wir schon das nächste Duell. Und da geht der Spinoraptor down. Der Indominus Rex schmeißt ihn hier aus dem Turnier und hat noch 48% Leben. Wir springen ganz schnell hier rüber zu dem Stegoceratops und dem Indoraptor. Da haben wir Totem und Wubi TV. Und die beiden schenken sich hier auch nichts. Ah, 46% nur noch beim Indoraptor und 60% beim Stegoceratops. Also auch sehr, sehr ausgeglichen bei denen. Der Indominus trinkt jetzt erstmal im Hintergrund, so wie es aussieht. Und jetzt ist der Stegoceratops auch bei niedriger Gesundheit. 21% nur noch. Und die beiden trennen sich. Also auch sehr ausgeglichen. 22 und 47 und 53 hinten beim Indominus. Also der hat jetzt gerade die Nase vorn. Der Ankylodocus hält sich bis jetzt hier sehr klug und gut raus. Ist wahrscheinlich auch das Beste für ihn. Ich hoffe, die Pflanzenfresser haben noch genug Nahrung, Wasser. Jo, das sieht gut aus. Weil Oh, der hat nicht mehr viel Wasser. Weil das Problem ist bei den Pflanzenfressern, dass die immer verscheucht werden und Angst haben vor den Fleischfressern und dann auch nicht in Ruhe essen und so. Okay, die beiden kämpfen hier gegeneinander. Der Indoraptor 41%, der Indominus Rex 67%. Und beide treffen sich jetzt hier nochmal. Und beide machen ganz gut Schaden, beide im 40er-Bereich. Die Skins sehen echt cool aus von den beiden. Gefallen mir sehr gut. Bin jetzt sehr gespannt, wer hier dieses Duell für sich entscheiden kann. Der Indoraptor landet jetzt hier noch ein Treffer. Damit nur noch 28% beim Indominus. Könnte gut sein, dass die beiden sich jetzt hier nochmal trennen werden. Und auseinandergehen. Aber nein. Der Indominus schlägt nochmal zu. Aber er ist noch nicht bei 1%. Ich dachte jetzt, er wäre raus. Ist er aber noch nicht. Jetzt trennen sich die beiden. Streift umher und in Panik. Okay. Das war's jetzt erstmal wieder mit dem Kampf. Und der Stegoceratops hat die Chance genutzt. Perfekt. Er trinkt. Damit haben wir das Problem schon mal gelöst. Er hat die Chance genutzt, als die beiden gekämpft haben. Damit sind unsere Pflanzenfresser schon mal wieder fein raus. Das ist gut. Also wir werden hier definitiv keinen verdurstenden, schwieriges Wort, Stegoceratops erleben. Da bin ich schon mal sehr froh drum. Und jetzt ist wahrscheinlich erstmal Pause angesagt. Oh, jetzt kämpfen hier wieder die beiden gegeneinander. Die Pflanzenfresser scheinen sich hier gut rauszuhalten da hinten. Die sind am Fressen und sowas. Also die trauen sich gerade auch ordentlich was. Das ist gut. Und der Indoraptor kämpft jetzt wieder gegen den Indominus. Und ich glaube, das könnte es jetzt hier für den Indoraptor gewesen sein. Oder auch nicht. Also das wird hier richtig, richtig knapp und spannend.
16% und etwas über 20 nur noch bei den beiden. Der nächste Treffer könnt jetzt hier entscheiden. Auf beiden Seiten. Und den landet der Indominus Rex. Und damit geht der kleine Indoraptor hier down, denke ich mal. Jo. Er wird am Kopf gepackt. Und der Indominus Rex bringt ihn hier zu Boden. Und damit ist auch der zweite Raptor hier ausgeschieden. Nämlich Totem Gaming. Aber danke fürs Teilnehmen. Hat Spaß gemacht. Der Indominus Rex ist mit 22% natürlich jetzt sehr angeschlagen. Und wenn der Stegoceratops das jetzt hier richtig anstellt, dann könnte er hier den Sieg für die beiden Pflanzenfresser nach Hause bringen. Oh Leute, ich glaube, der Kampf geht jetzt hier weiter. Der Indominus Rex geht jetzt hier auf den Stegoceratops zu oder umgekehrt. Und 37% nur beim Indominus und 90% beim Stegoceratops. Also er könnte jetzt hier den Sieg für die Pflanzenfresser holen. Und das tut er. Oh mein Gott, das ist ja eine Sensation. Das hätte ich jetzt hier nicht gedacht. Jetzt wird es hier gleich nochmal einen schönen Stich durch den Hals geben. Und damit geht hier der letzte Fleischfresser-Hybrid down mit Julia. Und damit haben die beiden Pflanzenfresser hier gewonnen. Wubi TV mit dem Stegoceratops und der gute Ankylodocus. Der hat sich schön bedeckt gehalten. The Bearded Lizard. Er hätte hier sterben können. Also das geht auf jeden Fall. Weil der Indominus Rex hat eine Animation, wie er den Ankylodocus killen kann. Ich kann die am Ende des Videos auch gerne nochmal für euch einblenden, falls ihr die gerne mal sehen möchtet. Aber ich gratuliere euch beiden auf jeden Fall. The Bearded Lizard und Wubi TV. Ihr beide habt es geschafft hier. Das ist eine kleine Sensation. Die beiden Pflanzenfresser haben die Fleischfresser im hybriden Duell besiegt. Finde ich mega cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Würde ich mich mega drüber freuen. Und falls ihr mehr sehen wollt, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und falls ihr beim nächsten Kampf oder Rennen oder was auch immer ich mir überlege, dabei sein möchtet, dann müsst ihr einmal in die Kommentare schreiben, #BR, und mit etwas Glück seid ihr dann die nächsten Kandidaten. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal eben die Animation zwischen dem Indominus Rex und dem Ankylodocus und verabschiede mich aber schon mal von euch. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.